Zuerst mal ein herzliches Servus zu einer weiteren Ausgabe des Sportplatzes, dem Sportmagazin hier bei uns auf FS1. Ein Fußball- und ein Eishockeyspiel haben wir im Programm und das sind die Themen. Zweite Landesliga Nord Reserve. Der HSV Wals musste sich gegen den UV Talgau geschlagen geben und Vier Nationen U16 Eishockeyturnier. Das österreichische Eishockey-Nationalteam erreichte einen klaren Sieg und damit die Bronzemedaille bei diesem Turnier. Wir beginnen gleich mit Fußball und da kommen wir zur Reserve der zweiten Landesliga Nord, wo in Wals das Spiel zwischen dem HSV Wals und dem UV Talgau stattfand. Das Reservespiel haben wir für euch aufgezeichnet und die Bilder dazu sehen wir jetzt. Beim Spiel der Reservemannschaften zwischen dem HSV Wals und dem UV Talgau zunächst einmal die Geste am Ball bringt allerdings nichts ein. Es steht vorerst 0:0 in dieser Phase. Ein sehr gutes Spiel, wie ich finde. Dann wieder ein neuer Versuch. Zunächst einmal ein Abschlag. Pass. Herrliche Aktion über das gesamte Spielfeld. Jetzt kommt die Flanke. Schuss und Tor 0:1 aus Sicht der Gastgeber. Herrlich herausgespielt. Keine Chance für den Goalie des HSV Wals, da irgendetwas zu machen. Dann wieder ein neuer Pass. Gut aufgepasst. Bleibt hängen, aber die Gastgeber können sich befreien. Jetzt wieder ist das Spiel unterbrochen. Dann wieder ein neuer Versuch. Weiter Abschlag. Immer noch der UV Talgau am Ball. Schussversuch, aber auch dieses Mal hat die Abwehr der Gastgeber sehr gut aufgepasst. Kein weiterer Treffer. Neuerlicher Versuch und kein Problem für den Goalie des HSV Wals, den Ball zu fangen. Dann wieder der UV Talgau. Kann den Ball in die eigenen Reihen behalten. Das Spielgeschehen spielt sich hier im Mittelfeld ab. Neuer Versuch, aber es bringt nichts ein. Jetzt wieder ein neuer Versuch. Schuss, der Ball geht aber drüber. Keine wirkliche Gefahr für das Tor der Gastgeber. Dann jetzt ein weiter Versuch. Der Goalie ist zu weit weg und somit ist es kein Wunder, dass es zum 1:1 geht, der Ausgleich in dieser Begegnung. Könnte man durchaus verhindern, wie ich finde. Dann wieder der UV Talgau am Ball. Versucht es über die rechte Seite, aber es bringt nichts ein. Neuer Versuch, der Ball geht jedenfalls ins Out. Dann wieder ein Pass. Wird hier nicht attackiert. Flanke. Schuss und Tor, 1:2 für die Geste. Keine Chance für den Goalie des HSV Wals, da irgendetwas zu machen. Und dieses 1:2 ist auch der Halbzeitstand. Dann die zweite Halbzeit. Wird hier gefoult, klares Foul und richtige Entscheidung vom Schiedsrichter. Dann wieder weiter Abschlag. Die Seiten wurden gewechselt, wie man hier auf diesen Bildern unschwer erkennen kann. Pass. Neuerlicher Versuch. Und jetzt wieder. Kontermöglichkeit. Wird hier nicht attackiert und dieses Mal gibt ein Schuss, ist für einen Goalie kein Problem. Dann wieder weiter Abschlag. Pass.
Schöne Aktion. Pass. Gut aufgepasst von der Abwehr. Schuss und Tor. Weitere Treffer für die Gäste aus Thalgau. Herrlich herausgespielt. Und da kann man als Goalie kein nicht wirklich was machen. Jetzt wieder. Pass. Flanke. Schuss. Aber es bringt in diesem Fall auch nicht wirklich etwas ein. Hier sehen wir unten eingeblendet das Ergebnis der beiden Kampfmannschaften, die im Anschluss im Einsatz waren. Dann wieder die Gastgeber, Flanke, gut aufgepasst. Fuß, Achschuss, gut aufgepasst. Jetzt wieder. Der HSV Wals versucht es, wird hier gut attackiert und gehalten vom Goalie der Gäste. Jetzt wieder ein neuer Versuch. Schuss und Tor. Auch dieser Schuss wirkte auf mich nicht unbedingt unhaltbar, aber gut. Der Ball landet im Tor. 4:2. Wieder ein neuer Versuch. Pass, Flanke, aber es ändert sich nichts. Die Gäste aus Thalgau gewinnen diese Begegnung auf jeden Fall verdient mit 5:3. 5:3 für die Mannschaft des UEV Thalgau. So lautete also das Endergebnis in einer interessanten Begegnung, die auf jeden Fall sehr trefferreich war und daher mit 8 Treffer zu sehen gab. Weniger torreich war das zweite Spiel der Kampfmannschaften HSV Wals UEV Thalgau in der zweiten Landesliga Nord. Dieses Spiel endete nämlich torlos 0:0. In meiner letzten Sendung habe ich es euch versprochen, dass wir zum Thema Eishockey kommen, und so freut es mich an dieser Stelle, das erste Eishockeyspiel der neuen Saison ankündigen zu können und dass es gleich ein Länderspiel ist. Natürlich umso mehr. Am vergangenen Wochenende fand nämlich in der Akademie Liefering das U16 Vier Nationen Länderturnier statt, und bei diesem Turnier war ich beim kleinen Finale zwischen der Slowakei und Österreich der Kamera dabei. Ein klares Ergebnis und die besten Bilder sehen wir im folgenden Beitrag. Beim Spiel von Österreich gegen die Slowakei im Rahmen der U16 Vier-Nationen-Turniers zunächst einmal den meistspielenden Österreicher am Puck. Rückpass. Es steht, wie wir im Hintergrund erkennen können, torlos 0:0. Jetzt wieder ein Angriff. Die Österreicher befinden sich hinter dem gegnerischen Tor. Die Slowaken starten einen Angriff. Gut aufgepasst. Bringt allerdings nichts ein. Schöner Versuch. Wie gesagt, kein weiterer Treffer. Vielleicht jetzt. Schuss scheitert allerdings am sehr starken Goalie der Gäste. Pass. Immer noch die Österreicher am Puck. Aber auch da bringt es nichts ein. Jetzt wieder. Schuss. Gut aufgepasst, hier konnte sich auch der österreichische Goalie also richtig auszeichnen und einen Treffer verhindern. Neuer Rückpass. Gute Aktion. Pass, Schuss, abgewehrt und auch es bleibt vorerst 0:0. Das ändert sich noch. Jetzt wieder ein neuer Versuch. Pass. Die Österreicher bleiben vor dem Tor der Gäste. Schuss. Nachschuss und Tor. 1:0. Herrlich herausgespielt. Der Jubel natürlich entsprechend groß. Und dieses 1:0 ist auch der Stand nach den ersten 20 Minuten. Dann wieder ein neuer Versuch. Pass.
gute Aktion, aber auch da bringt es nichts ein. Wieder die Österreicher hinter dem eigenen Tor. Wir befinden uns nach wie vor im zweiten Drittel. Und der Möglichkeit, Pass. Schöner Versuch. Aber auch da keine wirklich. Jetzt wieder. Immer noch steht es 1:0 und in dieser Phase verlief das Spiel lange Zeit eher trefferarm, was auf die gute Leistung beider Goalies zurückzuführen ist. Jetzt wieder. Neuerlicher Versuch, Kontermöglichkeit, sollte abziehen und auch hier eine herrliche Parade mit der Fanghand. War vielleicht nicht so einfach, wie es aussah. Doch die Österreicher bleiben dran. Können den Puck in der Angriffszone halten. Schuss, Nachschuss, aber auch dieses Mal passte der Goalie auf. Und es sollte so weitergehen. Schuss und Tor, 2:0. Lange hat es gedauert, aber die Österreicher können den slowakischen Goalie überwinden und somit auf 2:0 erhöhen. Wieder neuer Versuch. Rückpass. Schöne Aktion. Gut gemacht von den Österreichern. Gut und ebenso aufgepasst vom slowakischen Goalie. Jetzt wieder ein neuer Versuch. Rückpass. Ja, gut. Neuer Versuch. Noch da. Ein weiterer Treffer. 3:0. Und dieses 3:0 ist auch der Spielstand nach 40 Minuten. Dann wieder ein neuer Versuch. Immer noch die Slowaken am Puck. Rückpass. 3:0, der Spielstand aus dem zweiten Drittel und es bleibt was. Jetzt wieder. Gute Aktion. Aber auch da bringt es nicht wirklich etwas ein. Jetzt wieder Rückpass. Gut aufgepasst, auch dieses Mal konnte sich der österreichische Goalie auszeichnen. Jetzt wieder. Pass. Gut aufgepasst, auch dieser slowakische Goalie war bei diesem Schuss zur Stelle, der nicht so einfach mal wäre vielleicht aussah. Und jetzt wieder. Immer noch die Österreich im Puck. Eine sehr häufige Szene an diesem Vormittag. Aber es ändert sich nichts mehr. Die Österreicher gewinnen diese Partie verdient mit 5:1 und sichern sich somit die Bronzemedaille. In diesem Turnier absolut verdient. 5:1 für Österreich. So lautete also das aus Sicht der Gastgeber ihr erfreuliche Endergebnis in einer hochklassigen und interessanten Partie, wobei Negoles sehr gute Leistungen zeigten und mit sehr starken Paraden die gegnerischen Stürmer zur Verzweiflung brachten. Dennoch gelang es den österreichischen Stürmern, den Puck 5-mal im Tor unterzubringen und weil wir gerade bei den erfreulichen Nachrichten sind, habe ich natürlich auch noch eine erfreuliche Nachricht von den Bundesliga-Bullen, die sich im ersten Spiel der Champions Hockey League mit 8:1 gegen die Sheffield Steelers durchsetzen konnten. Eine super Partie und auf jeden Fall macht diese Partie Lust auf mehr. Erfreuliches gibt es an dieser Stelle auch von den Fußballbullen zu vermelden, die das Spiel gegen den SV Mattersburg klar mit 3:1 für sich entscheiden konnten und das, obwohl die Tore erst in der Schlussphase fielen, aber was zählt ist das Ergebnis und somit können wir mit 3 weiteren Punkten zufrieden sein. Mit diesen erfreulichen Informationen sind wir auch schon wieder fast am Ende des Sportplatzes angelangt. Ich hoffe, die Sendung hat euch gefallen. Bedanke mich fürs Zuschauen. Vor der Kamera verabschiedet sich euer Markus Dorf.